Hallo. Michael Menning. Hendrik Werner von der Firma Audio Service. Hallo. Hi, Herr Werner, was gibt's Neues von der Firma Audio Service dieses Jahr? Wir bekommen jetzt zum Euer hin unser Styline, das Slim-Rig-Gerät mit mobilen Charger, halt dem unverwechselbaren Design, was wir jetzt auch schon hier oben sehen. Cool, das ist dieses längliche System. Genau, das längliche System, halt mit Akkutechnologie, Bluetooth-Anbindung und der bewährten Technologie, die wir jetzt auch schon in unserer G5-Plattform wiedergeben. Ist so ein ganz anderes Design, als man das sonst so von Vorgeräten kennt. Also es ist halt wirklich so ein Lifestyle-Objekt in dem Sinne. Das ist halt die Alternative zu dem normalen, was man ja aus der Vergangenheit schon kennt. Ja. Da wollen wir ein bisschen neue Wege gehen und dadurch halt auch Kunden ansprechen, die jetzt zum Beispiel jünger sind oder halt auch auf ein gewisses Design stehen. Interessant, Sie haben das eben angedeutet. Akku heißt, ich kann das nur mit dem Akku betreiben. Genau, der Akku ist fest verbaut, Lithium-Ionen-Technologie, und Sie können den dann halt in der Ladestation automatisch laden. Genau. Ja. Und halt auch für unterwegs bis zu 3 Ladungen haben Sie dann nochmal, wenn Sie einen Kurztrip machen, kommen Sie auf jeden Fall mit der Ladestation, wenn die voll aufgeladen ist. Ja, sehr schön. Das ist ja ein Thema, was immer mehr Aufwind gewinnt. Genau. Akku. Absolut sinnvoll. Ich zeige das mal für unsere Hörer, dass die Ladeschale, wo man die Systeme einstecken kann, das ist natürlich schön, wenn man das unterwegs dann auch ohne Strom nochmal nachladen kann. Genau. Wenn das einmal aufgeladen ist, wie lange hält das dann? Das sind ungefähr 16 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming. Ja, klasse. Super. Dann herzlichen Dank. Zusätzlich haben wir natürlich zusätzlich haben wir natürlich auch noch wie wir jetzt auch schon mit unserem Motto halt New Energy, unsere Lithium-Ionen-Geräte im Fokus, halt RIG, HDO, sodass wir diese komplette Bandbreite eigentlich anbieten können, auch im unteren Preissegment. Das heißt, früher war es ja so, dass ein Akku-Hörgerät dem oberen Mittelklasse-Hörgerät vorbehalten war, und wenn ich es richtig verstanden habe, Sie brechen das jetzt runter. Genau. Bis zur Einstiegsklasse sozusagen, mit Direct Streaming und halt auch mit Zubehör an Fernseher zum Beispiel koppelbar oder mit dem Handy. Ja, sehr schön. Dass wir dann auch den Kunden die Möglichkeit geben, gerade auch mit schmalem Geldbeutel vielleicht auch diese Vorteile zu nutzen. Mhm.